Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück bei mir, Cypher Squad LP und meinem Let's Play zu Super Mario Bros. Wii. Ja, in der letzten Folge haben wir den, was im Dschungel, ja so dschungelmäßig irgendwie was abgeschlossen und Iggy ordentlich eine auf die Rübe gegeben, der hat den Kettenhund dabei. Feige Sau. Aber gut, so, wir sind in der Welt von Morton Cooper Jr. angekommen, da steht der dicke Mann. Ja, und da würde ich sagen, starten wir gleich mal. Nein, nicht indem wir die Karte nochmal scrollen, sondern indem wir das Level starten. So, Welt 6, Level 1. Und ich sehe viele, viele Kugelwillis. Und ich sehe viele, viele Stachis. Wunderschön. Könnte langsam schwierig werden. So ein bisschen. Aber gut. Und wir sehen. Ugh. Das ist jetzt eher so eine Schleichstage. Ja. Das ist schön. Geht mir gut. Upsala. Upsala. Okay. Kugelwillis. Kugelwillis. Ach, du schießt nicht. Gemeinheit. Sternenmütze? Sternenmütze? Vielleicht? So ein bisschen? Nein? Magst du nicht? Halt, 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 nein! Ah, verdammt. Okay. Komm ich nicht ran. Muss springen. Verdammt. Wie komme ich da jetzt hoch? Ich möchte diese Sternenmünze unbedingt haben. Moment, ich habe eine Idee. Könnte klappen. So. Ha! Geschafft. Hui! Bisschen umständlich, aber geschafft. Okay. So, dann mal hoch mit dir, Mario. Alle hepp. Alle hepp. Upsala. Also ich merke schon, ich werde ein bisschen leiser, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss. So, Midway Point. Okay, so, jetzt kann ich mal wieder reden. Yipsala. Okay, da oben geht's anscheinend. Da geht's irgendwie hoch, okay. Alles klar. Und ein P-Switch. Okay. Okay. Ah ja. Okay. War jetzt nichts Besonderes. Nur ein P-Switch mit blauen Münzen. Ihr setzt mich tatsächlich hinter der Sternenmünze ab. Das finde ich richtig frech von euch. Muss ich ja mal sagen. Schämt euch, Nintendo. Schämt euch. Okay. Und ein Leben. Mag ich nicht. Hm. Hoch.
passiert, wenn ich hier runterlatsche? Oder kletter? Okay. Blume. Oben ist nix. Nix, nix und nochmal nix. Viele, viele Werfer. Könnten wir eigentlich ausschalten. So. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. So ist es doch viel entspannter hier durchzugehen. Halt. Moment! Moment. Das sieht mir sehr verdächtig aus, da oben. Gehen wir nochmal zurück. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Da oben ist die dritte Sternmünze. Wie kommen wir da hoch? Oh Gott. Das würde mich jetzt sehr interessieren. Irgendwie muss das ja zu bewerkstelligen sein. Ach, okay. Es könnte sein, dass man da irgendwie an die Wand springen muss, aber... Uiuiui, das könnte knifflig werden. Gut. Schaffe ich gar nicht. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Dann eben nicht. Ha, Mist, wie komme ich da ran? Dann vielleicht ein Helipilz einfach mit durchs ganze Level oder so. Dann kommt man natürlich ran, aber irgendwie... Ich glaube, ich habe eine Idee, wie das gehen könnte. Mal schauen, ob ich das... Da gucke ich nach der Aufnahme nochmal. Und wenn das klappt, dann zeige ich euch das sofort. Dann starte ich da die Aufnahme dann im nächsten Part. So machen wir das. So, okay. Ich dachte, da oben ist vielleicht sogar schon die erste von Sternmünzen. Zack. Ich mag ich ja nur überhaupt nicht. Haha, im Flug erwischt. So, hier ist nichts. Okay. Auch nichts. Lauf mal dagegen an. Ich sagte, ich lauf mal dagegen an. Ich sag immer noch, ich lauf mal dagegen. Komisch. Hä, wie soll ich das denn machen? Wie soll das denn gehen? Ach, okay. Ich weiß, glaube ich. Genau so. Gut. Nein. Jetzt. Alles klar. So, die erste. Und da ist auch schon der Midway Point. Das heißt, die erste ist auch safe. Müsste schon. So. Hallo Eisblume. Und ich sehe doch schon. Nein! Nochmal. Geht das nochmal? Ah, ich kann mir natürlich auch einfach die
wieder mitnehmen. Glaube ich einfacher. Jo. So. Okay. Es war nichts. Aber es hätte ja was sein können. So, den nehmen wir mal mit. Den Stallkuper. Und dann einmal das und das Nummer 2. Alles klar. Ein Stern. Sterne sind ganz nett, aber ich brauche jetzt ehrlich gesagt keinen, weil dann renne ich wieder durch und dann finden wir nicht mehr alles. Das war ja nix. So. Kommen wir hier rein? Nee, okay. Jussa, okay. Da waren wir wieder groß. So, unten im Wasser ist auch... Obwohl, ich könnte mir vorstellen... Nee, auch nicht. Okay. Gut. Ah, oh, Powerblock. Und ein Sumu Cooper. Na, euch habe ich ja gern. So. Sternmünze. Nein. Keine. Okay, ärgerlich. Ärgerlich. Wo war sie denn? Hätte ich gern mal gewusst, aber okay. Keine Bange, die finden wir schon. So. Da hätten wir als nächstes ein Yoshi-Level. Das sehe ich von hier. So, das ist aber 6-4, aber ist egal. Ausnahmsweise mal. Ich habe jetzt mal Lust auf ein Yoshi-Level. Denn wenn ich die Pflanzen schon sehe, dann kann ich mir vorstellen, ist Yoshi nicht weit weg. Und ein Helipilz. So. Ah, mach's gut, Helipilz. Ich renne in die einfachsten Sachen rein. Das muss man sich mal vorstellen. Hallo, Yoshi. Hehe, okay. Jips. Und da ist die erste Sternmünze. Richtig schön einfach. Einfach ein Yoshi-Sprung. Oder Flatterflug, wie es ja damals noch hieß. Ich glaube, es heißt auch noch immer so. Na, so war das nicht geplant. So war das auch nicht geplant. So war es geplant. Gut. Ballwurf, lecker, lecker, nom nom. So, den mache ich jetzt mal weg. Und eben das brauchen wir nicht. Ist da unten zufällig was? Nö. Okay. Ja, das Leben guckt da unten ein bisschen rum. So, jetzt müssen wir gucken. Ob da unten nicht irgendwas. Nö. Sah jetzt zumindest nicht so aus. So, ich spring mal da oben. Aber das ist auch nicht nur noch ein weiteres Leben. Das braucht man nicht. Wirklich? Ah! Blöder Maulwurf. Okay. Gut, ich würde sagen, wir machen das Level im nächsten Part dann nochmal. Nur ohne zu sterben. Und ja, wenn euch die Videos gefallen, ich
weiß, der Satz nervt immer mal ein bisschen, wenn YouTuber das sagen, aber müsst verstehen, die machen das, klar, man macht es aus Spaß, aber man will auch in irgendeiner gewissen Weise hin Erfolg haben damit oder so ein bisschen sich selbst damit bestätigen, kann natürlich auch sein. Deswegen sagen wir das einfach nochmal, ja, wenn euch die Videos gefallen, gebt einen Daumen hoch, zeigt es euren Freunden und abonniert mich, aber nur, wenn ihr das wirklich möchtet. Also ich zwinge ja keinen, irgendwie meine Videos zu gucken. Ich freue mich über jeden, der es tut und der da seinen Spaß dran hat und damit ist das auch vollkommen okay. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Super Mario Bros. Wii. Ich bin Cypher Squad LP und ich klang gerade wie Nachrichtensprecher. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.